Hallo. Dieses hier ist der Sleek Look, den die meisten von euch sehen wollten als Tutorial. Und das habe ich für euch gemacht. Mit diesen drei Farben hier aus der Stone Palette. Die, die und die. Und wenn ihr dann sehen möchtet, wie ich das gemacht habe, dann bleibt einfach dran, denn da zeige ich euch das. So, ich fange dann mal an und gebe als erstes was von dem weißen Jumbo Eyeshadow Pencil von NYX so ein bisschen auf meinen Finger. Und dann verteile ich das so auf meinem Auge. Das hätten wir dann auf beiden Augen. Ich habe unter den Augen übrigens ein bisschen losen Puder, wenn das ein bisschen krümelt, damit das nicht alles darunter krümelt, damit ich es besser wegkriege. Sorry. So, dann nehme ich einen ganz normalen Lidschattenpinsel und nehme jetzt hier die hellste Farbe und gebe die in meinen inneren Augenwinkel. Also so ungefähr bis zur Hälfte. Das dann auf beiden Augen. Und durch diese weiße Base leuchtet das nochmal so extra schön, finde ich. Dann nehme ich hier die mittlere Farbe und gebe die ungefähr von der Mitte nach außen. Immer nicht, mit welchem Auge ihr das besser sehen könnt. So. Das mache ich dann auch wieder bei beiden Augen. Das sieht dann so aus. Dann nehme ich die dunkelste Farbe und nehme mir hier einen abgeschrägten Pinsel. Das ist jetzt der Sigma SS275. Gehe in das dunkelste Braun und male mir erstmal hier so eine kleine Linie hin. Vom äußersten Augenwinkel so ungefähr zur Augenbraue, damit ich weiß, bis wohin ich gehen kann. Und dann tupfe ich das erst so ein bisschen auf und verteile das außerdem auch noch hier so ein bisschen im äußersten Augenwinkel. Und arbeite das dann in der Lidfalte so ein bisschen nach innen. Bis es irgendwann schön aussieht. So, und das wieder an beiden Augen. Natürlich. Dann nehme ich mir so einen braunen Kajalstift. Dieser ist jetzt von BU oder Bijou, in der Nummer 646. Und gebe das so ein bisschen unters Auge. Das ist übrigens mein Spiegel hier, wo ich immer hingucke. So sieht das dann aus. Also richtig bis in die Ecke außen und ungefähr auch wieder bis zur Hälfte. Dann nehme ich mir einen ganz, ganz kleinen, feinen Pinsel. Dieses hier ist jetzt der SS214. Mit dem kann man, finde ich, gut unter dem Auge arbeiten. Und gehe wieder alle drei Farben einmal durch. Fange an mit der hellsten und gebe das nochmal hier so an den Anfang in der unteren, am unteren Wimpernkranz. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. So. So ein bisschen tupfen, sonst. Habt ihr davon alles nachher im Auge? So, dann die mittlere Farbe auf den mittleren Teil. Und die dunkelste Farbe
auf den äußeren Teil. Oh Mann! Hätte mir vielleicht doch eine Spange reinmachen sollen. So. Richtig bis in die obere Ecke hier. Und dann kommt der Eyeliner. Entschuldigung, gerade daher das Geräusch. Und den geben wir wirklich so dünn wie möglich. Entschuldigung. So dünn wie möglich. Ach ja, nochmal so ein kleines. Nein, ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Sekunde. Und zwar nehmen wir noch einen ganz hellen Hautton. Das ist jetzt Brûlé oder so. Mein Problemkindname hier von MAC. Und ich gebe den, ihr könnt natürlich einen Pinsel nehmen, was auch immer ihr wollt. Ich nehme immer den SS227, so einen ganz, ganz großen. Und gebe das unter die Augenbraue. Und verblende auch gleichzeitig dieses dunkle Braun. Und das mache ich natürlich auch an meinen Augen. So, zurück zum Eyeliner. Ich nehme einen braunen und versuche, eine möglichst schmale Linie zu ziehen. Und fange ungefähr mittig an. So, und das gleiche am anderen Auge. Damit hätten wir bis jetzt das. Dann mache ich jetzt noch eben Mascara drauf und da bin ich gleich wieder da. Wimpernzange nicht vergessen. So, das ist das Ganze jetzt mit einer Schicht Mascara. Dann mache ich jetzt noch eben Rouge drauf und alles. Und dann zeige ich euch gleich das komplette Gesamtergebnis. So. Für die Wangen habe ich jetzt konturiert, wie immer. Habe dann mein Alverde gebackenes Rouge in Copper benutzt. So goldiger. Und darüber habe ich aus der To The Beach LE von MAC den Hypnose Blush etwas gegeben. Aber nur hier vorne habe ich das versucht so. Und auf den Lippen trage ich einen Lipgloss, auch von MAC. Und der sieht so aus. Und der heißt Prrr. Also ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich hoffe, man sieht den Namen. Also P-R-R-R. Also dreimal R. Ja. Ja, das ist dann nochmal so ein Gesamt. So sieht es dann aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr nochmal irgendwas sehen wollt, dann schreibt mich einfach an. Ich versuche das dann immer mal, ne? Bis dann!